Hallo miteinander und willkommen zu einem kleinen Infovideo bezüglich Empire. Nämlich, ihr wisst ja, es hat jetzt eine Weile lang nichts gegeben, jetzt habe ich wieder zwei Folgen aufgenommen und so. Ich wollte jetzt einfach sagen, fertig Empire. Ich werde das LP auf jeden Fall mindestens pausieren, wenn nicht sogar komplett abbrechen, weil, ja, wie soll ich sagen? Ihr wisst ja, ich hab's ja schon ein paar Mal erzählt, sag's praktisch bei jedem Part immer wieder, jetzt wurde mir wieder der Speicherstand gelöscht, ich hab dieses Level jetzt schon 5 Mal gemacht, was auch immer. Nun, heute kam ein neues Update, und ich dachte mir, ja, ich spiele jetzt immer die Levels schön von Anfang bis Ende, ohne Aufnahmepause, weil ich weiß, die Speicherstände werden sowieso jeden Tag gelöscht, das hat eh keinen Sinn. Dachte ich mir, okay, was soll's, macht ja nix, mach's dort weiter. Hab das Spiel gestartet, dachte schon, okay, irgendwie war ich sogar richtig doll motiviert, wieder Empire zu spielen. Und gestern ging's noch, heute neues Update und der Kampagnenfortschritt war gelöscht. Das heißt, einfach alles war weg, als hätte ich das Spiel zum ersten Mal gestartet. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, seit Gothic 3 bin ich ziemlich allergisch auf Bugs, weil was ich in diesem Spiel gelitten habe, könnt ihr euch nicht ausmalen. Ich habe es tatsächlich noch am Anfang in der ungepatchten Version gespielt. Und das hat meine Toleranzgrenze für Bugs und Probleme im Allgemeinen so ziemlich zerstört. Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall einfach keinen Bock mehr auf Empire. Absolut nicht. Also ich mag das Spiel, aber ne. Ne. Also sowas lasse ich mit mir nicht machen. Weil wenn das einmal passiert, passiert das garantiert wieder. Und ich habe keine Lust, dass ich weitermache mit dem Let's Play und wir dann irgendwann praktisch am Ende sind des Spiels. Und ich habe gelesen, dass die Kampagne 16 Stunden dauert, was doch recht was ist für ein Strategiespiel in modernes. Gut, nichts im Vergleich zu Spellforce oder so. Aber für ein neues Strategiespiel. Auch wenn es ziemlich altmodisch ist. Naja, wisst was ich meine. Finde ich das relativ lang. Und wenn wir dann 16 Stunden, von diesen 16 Stunden, die man etwa hat, ob es jetzt 14 oder 15, 16, 17 sind, ist ja Wurst, hat für das LP und dann irgendwie zur letzten oder vorletzten Mission kommt und dann kommt noch so ein Update und alles ist weg. Nee. Das mag ich nicht. Das ist mir zu dumm. Weil sonst verbringe ich nur, ich meine, bis jetzt habe ich für Empire mehr verlorene Spielstände wiederhergestellt, also nochmal gespielt, als überhaupt Empire effektiv aufgenommen. Ich habe mehr Zeit damit verbracht, einfach die Level wiederherzustellen, so wie sie im letzten Part waren, als überhaupt aufzunehmen. Und schon da dachte ich mir, ja, nicht so motivierend. Aber so etwas, ne. Also im Moment, wir hatten jetzt noch Glück. Wir waren noch relativ am Anfang des Spiels. Aber, wenn wir dann irgendwann mal wirklich weit gewesen wären, und dann wäre mir das passiert, dann wäre ich richtig, richtig, richtig sauer geworden. Und jo, also bevor das nicht behoben ist oder so, werde ich sowieso kein Empire mehr spielen. Vielleicht werde ich irgendwann nochmal das ganze Projekt wieder aufnehmen, weil ich mag das Spiel echt. Ich finde es cool. Aber ne, also ich finde es eine verdammte Sauerei vom Entwickler, sich so etwas zu erlauben. Vor allem, weil es ist ja nicht so, es kommen ständig Updates, die dann die Spielstände gelöscht haben, sind die Karten nicht den ganzen, sondern eben den Fortschritt im Level, ist das Save Game einfach gelöscht wurde. Aber nur das Momentane, nicht das der ganzen Karriere, Kampagne, wie auch immer. Und ja, das ist mir jetzt leider passiert, es wurde alles gelöscht, alles ist weg und nee, da muss ich sagen, das sollte echt nicht passieren als Entwickler. Und wenn das passiert, so sehr das auch nicht passieren sollte, wenn das passiert, sollten wenigstens die verdammten Bugs, Grafikfehler, whatever, alles weg sein. Sind sie aber nicht. Immer noch da, alles genauso verbuggt wie vorher. Und da muss ich einfach sagen, nein, auf das habe ich keine Lust. Hätte ich das Spiel nicht über Steam gekauft oder so, das ist ja logisch, geht ja eh nix in diese Richtung. Also, ich glaube, ich werde mich beim Entwickler effektiv beschweren, weil das finde ich ziemlich eine ziemlich üble Frechheit. Also wenn, ja, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
scheißt mich richtig an. Ich mag das Spiel, aber ich werde jetzt einen Ersatz für Empire suchen und ich habe ihn auch schon gefunden. Dum, dum, dum. Ich werde aber noch nicht sagen, was es wird, nur es wird ein Riesenprojekt. Denke ich. Auf jeden Fall ein Spiel, das ich noch nie gespielt habe, das aber schon eine Weile bei mir rumliegt. Ja, und ich freue mich echt drauf. Eines verrate ich, es ist ein Rollenspiel. Bis jetzt habe ich mich nicht so an Rollenspiele gewagt, weil. Ja, ich hatte einfach Angst. So ewig lange Projekte. Ja, das neue Let's Player, junge Let's Player, unerfahrene Let's Player, das ist immer so eine Sache. Und ja, doch jetzt denke ich, traue ich mir das zu langsam, so ein bisschen. Auch wenn ich immer noch nicht wahnsinnig viel mehr Erfahrung habe. Traue ich mir das auf jeden Fall zu. Ich hoffe, es funktioniert. Ich habe noch keine Probeaufnahme oder so gemacht. Ich habe nur den Entscheid gefasst, dieses Spiel zu Let's Playen. Ich sage noch nicht welches. Ho, 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 ho. Aber es kommt wahrscheinlich bald einmal. Je nachdem, wann Empire Trine 2 fertig ist. Aber wahrscheinlich werde ich sie parallel laufen lassen, weil ja. Nur Trine 2 auf Dauer wäre langweilig, auch wenn ab und zu selten dazwischen eine Folge Age of Conan oder die Banner Saga Factions kommt. Jo. Schade um Empire. Sau schade um Empire. Es tut mir richtig, richtig, richtig leid. Aber was will ich machen? Ich habe keine Lust. Echt, ich frage mich, wie das die anderen Let's Player machen, weil ich glaube nicht, dass das nur bei mir so war. Vor allem andere Let's Player waren schon wesentlich weiter in der Kampagne und gut, die sind auch meistens etwas größer und die erfahrener. Auf jeden Fall Ryokat LP, wenn ihr den kennt, glaube ich so, der war es, der das Let's Play hat. Aber auf jeden Fall, ich weiß nicht, so also gut, er hat schon ziemlich viele Abonnenten und so, und denke ich, ja, bei ihm ist es nicht nur Sache. Er fühlt sich wahrscheinlich extrem verpflichtet gegenüber, und auch ich finde es extrem, extrem schade, dass ich das Let's Play abbrechen muss. Ich mochte das Spiel verdammt, ich mochte den Humor, ich mochte, gut, die Grafik war keine Katastrophe und die Auflösung unter aller Sau, aber ich bin nicht so eine Grafikhure. Ich fand den Humor cool, das Spielprinzip und so war zwar so ein 90er-Style, aber ist schön. Mir hat es echt gut gefallen. Und vor allem, ja, ist so eine Hommage an Dungeon Keeper, nicht unbedingt ein Remake, hatte schon ein paar wichtige Unterschiede. Also, es ist auch einfacher und viel weniger taktisch. Man kann einfach, ihr habt die Kämpfe ja gesehen, ist einfach Gekloppe. Jo, ich find's schade. Vielleicht werde ich nochmal damit beginnen, aber erst, wenn ich werde mich informieren immer wieder, ob die Bugs weg sind oder nicht. Und wenn sie weg sind und ich wieder die Motivation habe, alles den Scheiß nochmal zu machen, dann werde ich nochmal machen, sonst nicht. Mal gucken. Vielleicht wird es auch nie etwas mit den Bugs, den Abstürzen, den gelöschten Speicherständen, dann werde ich es nie wieder spielen. Nicht nur nicht Let's Playen, dann werde ich es nie wieder anfassen. Nervt mich, mochte es, aber war meiner Meinung nach in dieser Form wie jetzt Geldverschwendung. Ich kann euch empfehlen, das Spiel nicht zu kaufen. Also ich empfehle euch, das Spiel nicht zu kaufen. Wenn ihr auf oldschoolige Strategie steht, ist das perfekt. Wenn ihr nicht unbedingt so wahnsinnigen Wert auf Grafik legt. Aber nee, so, nee, das will ich niemandem antun. Das ist wirklich eine richtige Katastrophe. Wie dem auch sei, ich hoffe, ihr habt Verständnis für. Es tut mir wirklich leid. Ich werde, wie gesagt, das neue Let's Play jetzt mal anfangen. Irgendwann, vielleicht noch heute, vielleicht in den nächsten Tagen. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich danke für euer Verständnis und hoffe, ihr könnt das. Ich habe jetzt zweimal gesagt, ich hoffe für euer Verständnis. Ich danke für euer Verständnis. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Naja, klasse. Wie dem auch sei. Danke fürs Zugucken. Man sieht sich bei anderen Let's Plays. Macht's gut. Tschüss.